1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Es ist 1 Uhr nachts und wer ist hier? Hier ist Domian. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wie immer mittwochs eine freie, eine offene Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach hier unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Stefan und Stefan ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Stefan. Deswegen rufst du an? Und zwar habe ich eigentlich drei beziehungsweise vier Probleme. Oh, fangen wir mal mit dem ersten an. Ja, und zwar, ich suche seit 4 Jahren schon Job. Es wäre sehr schön, wenn du den Hörer irgendwie klar an den Mund halten könntest. Ist jetzt besser? So, viel besser, ja. Okay. Ja. Also ich bin seit 4 Jahren arbeitslos, suche schon seit 4 Jahren Job. Ja. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet und es ist unmöglich, hier einen Job zu finden. Ja. So? Bitte? Ja. Ja, und wie gesagt, also ich versuche schon schriftlich, die auch persönlich hin. Ja. Und ich bekomme einfach nur Absagen. Ja, das hast du gerade gesagt, vielleicht erwähnst du, sagst du sie erstmal, die vier Probleme, und dann können wir im Einzelnen ja, aufhängen. Okay. Das andere ist halt, also ich habe zudem noch Schulden. Mhm. Wie hoch? Also circa 12.000 bis 15.000. Oh, weia, das ist viel. Ja, aber allerdings muss ich sagen, ist ja auch eine Rückzahlung Unterhalt drin. Ja. Und das hat sich natürlich mit den Jahren geläppert. Ja. Und das dritte halt, ja, ist das größte Problem halt, meine Mutter ist an Krebs erkrankt jetzt. Deine Mutter ist an Krebs erkrankt? Ja, seit Mitte Juli, hat sich herausgestellt. Seit Mitte Juli? Ja, seit Mitte Juli, das kam Mitte Juli erst raus. Mhm. Also ich bin jetzt total fertig, also ich weiß auch nicht mal wieder, also weiter, was ich jetzt so machen soll. Mhm. Und ich habe sie jetzt selber fast 3 Monate gepflegt. Ja. Also ich bin wirklich fertig mit der Welt. Also ich habe auch, wie gesagt, ein Kind. Ach, du hast ein Kind auch noch? Ja, natürlich. Wegen halt Unterhaltrückzahlung ist ja jetzt. Ach so, genau, ja. Das hast du gesagt. Aber du sorgst nicht für das Kind. Das Kind ist bei der Mutter. Bei der Mutter, ja. Aber wir haben ein super Verhältnis, muss ich sagen. Ja. Nur der Vollständigkeit halber, du hast vier Probleme gesagt, oder? Ja, 3 oder 4. 3 oder 4. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Mutter am schwerwiegendsten ist. Genau. Ja, natürlich. Mhm. Also, wie gesagt, also. Was ist denn das für eine Krebserkrankung, die deine Mutter hat? Also, die kam also erstmal mit Verdacht auf Bandscheibe rein. Mhm. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass das mit der linken Niere zu tun hat. Ah. Und dann war sie halt 2-3 Mal im Krankenhaus jetzt, also 3 Mal insgesamt. Ja. Und das ist dann schlagartig explodiert, zur Lunge hin. Ja. Und nicht Magen, sondern zur Leber, genau, zur Leber war das noch. Ja. Also das kann sein, dass sie morgen stirbt, kann sein, dass sie nur 3-4 Jahre lebt. Mhm. Also ich bin wirklich total fertig, ich weiß noch nicht mal weiter. Du hast gerade gesagt, du hast sie auch gepflegt in der letzten Zeit. Ja, also ich habe sie wirklich fast, ich habe noch einen Bruder, ja, aber der wohnt ein bisschen weiter weg halt. Und die meiste Zeit bin ich hier, also ich schlafe eigentlich bei ihr jetzt schon, ja, seit Mitte Juli. Aber ihr wohnt nicht zusammen in der Wohnung, du schläfst bei ihr in ihrer Wohnung. Ja, genau, mhm, halt im Wohnzimmer. Und war sie denn in der Zwischenzeit auch schon mal im Krankenhaus? Sie war auch da ging es ihr eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Ja. Also fast als ob nichts gewesen wäre halt, weil da wahrscheinlich, denke ich, auch andere Medikamente und Tropfen und etc. war. Mhm. Aber in der Regel ist sie ja so, in die meiste Zeit ist sie zu Hause und ist... Ja, also fast zu 90% nur am Schlafen. Ach so, so schlimm ist es, dass sie... Also seit sie wieder aus dem Krankenhaus raus... Also sie ist absolut bettlägerig, sie liegt immer im Bett und ja, sie schläft die meiste Zeit. Ja, Toilettengang, also da muss ich ihr unter der Arme helfen, wenn es überhaupt geht. Isst sie denn etwas? Sehr, sehr wenig. Nee, nicht mal einen halben Toast zum Beispiel. Und Mittagessen dann halt ganz, ganz 2-3 Kartoffeln, wenn überhaupt. Mhm. Und wie ist es mit dem Trinken? Das geht so einigermaßen, sag ich mal. Mhm. Letzte Zeit ist ein bisschen besser mit dem Trinken. Ja. Wie lange ist dieser Zustand jetzt schon, so wie du ihn gerade beschrieben hast, zu Hause? Wie lange ist dieser Zustand zu Hause? Seit knapp 4 Wochen jetzt. Ist sie denn da unter ständiger ärztlicher Kontrolle? Kommt da ein Arzt zu ihr nach Hause? Also jede Woche. Ich muss jeden Donnerstag, also heute, also in ein paar Stunden, wieder Blut abnehmen. Und das wird dann wieder zum Krankenhaus eingeschickt. Also kommt dann ein Arzt zu euch nach Hause?
Ja, also die Hausärztin. Die Hausärztin. Jeden Donnerstag. Mhm. Hat man denn mit deiner Mutter, man hat aber keine Strahlen oder Chemotherapie oder irgendwas gemacht? Sie hat, also sie konnte sie auch so, wenn eine normale Chemo mit Strahlen oder halt mit Tabletten zu Hause, und sie hat sich für die Tabletten zu Hause entschieden. Wir bekommen morgens 2 und abends 2. Achso, das heißt, sie ist im Moment mitten in dieser Phase drin. Ja, also fast eigentlich mit den Tabletten, wie gesagt, da 4 Wochen jetzt dabei. Ja, und wie lange muss sie die noch nehmen? Also, keine Ahnung, kann ich dir noch gar nicht sagen. Also ich denke mal, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Ja, aber du gibst dir doch die Medikamente, ne? Du ja, natürlich. Also ich muss das selber machen von der Ärztin. Ja, und du weißt nicht genau, wie lange das noch gehen soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht weiter. Ist das für die Ärztin, ist das eine normale Begleiterscheinung dieser Medikamententherapie, dass sie so sehr schläft? Oder ist die Ärztin auch irgendwie beunruhigt? Nee, also von der Ärztin kam selber, also sie sieht sehr, sehr schlecht aus. Beunruhigt auf jeden Fall. Sieht sehr schlecht aus. Also wir versuchen das immer anders einzureden bei ihr, ein bisschen Mut zu machen halt. Und die Ärztin, ich habe es akustisch nicht richtig verstanden, geil, die Ärztin hat zu dir gesagt, es sieht richtig schlecht aus. Sehr, sehr schlecht. Und es gibt keine große Hoffnung. Nein, also wie gesagt, es kann sein, dass wir noch 2-3 Monate, kann sein, weil jeder Körper anders reagiert, ja. 2-3-4 Jahre auch noch, ist auch noch drin, aber wie gesagt, sieht nicht ganz so gut aus. Das heißt, dir geht es persönlich schon sehr schlecht aufgrund deiner Situation, die du gerade am Anfang geschildert hast. 4 Jahre arbeitslos, 12.000 Euro Schulden, dann von der Mutter des Kindes getrennt. Ja. Das ist ja alles auch. Aber mit der Mutter, wie gesagt, also da waren wir uns in Freundschaft getrennt und geklappt. Wenigstens das. Aber jetzt hast du die Mutter und machst Sorgen um deine Mutter. Das ist ja völlig normal. Weil vor 2 Jahren habe ich schon meine Freundin verloren, mit der ich damals schon zusammen war. Also ich war mit der anderen 5 Jahre, mit der ich das Kind zusammen habe, 5 Jahre zusammen. Danach haben wir uns getrennt, danach habe ich irgendwann mal eine neue kennengelernt. Ja. Da war ich 3,5 Jahre und die ist vor 2 Jahren verstorben, mit 22. Mit 22? Ja. Und an was? Also keine Ahnung, weiß keiner, ganz normal. Ganz normal tot. Ich lag im Bett, ich bin wieder morgens aufgestanden und dann lag sie tot im Wohnzimmer. Oh. Ich habe das eine noch nicht verkraftet. Und das hat man hat da keine Obduktion vorgenommen, um zu sehen, woran sie gestorben ist? Hat man. Und was ist dabei rausgekommen? Nichts, gar nichts. Ja, das wundert mich jetzt sehr. Also man hat alles versucht und es ging gar nichts. Also ganz normal Herztod, sagt man, wie man so schön sagt. Ach so, doch, ein Herztod dann. Ja, also ganz normal, ganz normaler Tod. Na ja, gut, das heißt normal. Sie hatte früher schon Herzprobleme gehabt, als ganz kleines Kind. Ach so, okay, dann hat man das so auch rausgekriegt, dass das die Ursache war. Für das Alter ist es natürlich ein Drama. Also ich verstehe, da hast du den Schock mitgemacht, was ja nun auch wirklich belastend ist. Und jetzt hast du deine Mutter. Wie ist das denn geplant? Soll die Mutter denn in der nächsten Zeit zu Hause bleiben oder ist nochmal ins Auge gefasst ein Klinikaufenthalt? Also sie wird jetzt erstmal noch zu Hause und jetzt am 26. Oktober zu untersuchen ins Krankenhaus. Weil das war von vornherein schon geplant. Und was man da im Krankenhaus da machen wird, weißt du nicht genau? Nee, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Sie ist aber ganz klar ansprechbar. Man kann mit ihr ganz normal reden, aber wie gesagt, ich sag, die Beine sind so dünn wie mein Handgelenk. So ungefähr. Wie alt ist deine Mutter, Stefan? So ein bisschen älter, 72. 72, Ist ihr die Ernsthaftigkeit der Situation klar? Ja, was heißt klar? Ich meine, heute ist es so, morgen so, dass immer Unterschied ist. Aber haben die Ärzte oder hast du ihr gesagt, wie schwer sie erkrankt ist und wie ernst es ist? Also sie weiß schon Bescheid, also so ist das nicht. Aber ihr sprecht so nicht darüber? Ja, nicht so gerne, weil wenn sie dabei ist halt. Ja. Sie sagt immer von vornherein, ich habe keine Lust mehr, einschlafen, Augen zu und fertig. Ach, sie sagt, sie hat keine Lust mehr und sie möchte einschlafen. Einschlafen in aller Ruhe und dann einfach gar nicht mehr aufstehen. Und dann versuchen wir natürlich immer halt, auf mit dem Mist und so. Also, wie gesagt, deswegen war meine Frage, wie weit sie informiert ist über ihren Zustand. Ach so.
Ja, also relativ gut informiert, muss ich sagen. Relativ gut, das heißt, sie weiß, was für eine Krankheit sie hat und wie schwer es ist. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber das zeigt ja schon, dass sie auch keinen großen Lebenswillen mehr hat, ne? Wenn sie das so sagt, ich möchte einschlafen. Sie hat ja sie ist ja putzen gegangen bis Mai, Juni, weil sie noch putzen. Mit 72, da muss man den Hut ziehen. Natürlich, aber wie? Mit 72 also, noch putzen gehen ist schon gut verbogen vorher noch. Und dann von heute auf morgen mit Rückenschmerzen hat das Ganze angefangen, angeblich die Bandscheibe. Und dann hat sie 9 Tage keinen Schulgang gehabt und dann ab ins Krankenhaus erstmal. Also für mich hört sich das so an, Stefan, dass du schon das meiste oder das tust, was du tun kannst. Ja, also ich mache das, was ich machen kann. Da ist sonst niemand, der sich da eventuell kümmern könnte. Du hast gerade von einem Bruder noch gesprochen. Der wohnt aber in Ostwestfalen, hat selber kein Auto jetzt. Ja, und sonst sind da keine näheren Verwandten mehr, die sich kümmern können. Auch nicht so besonders, muss ich sagen. Aber das ist Wahnsinn. Das ich finde ja immer wichtig, dass wenn jemand sich sehr einsetzt für einen Kranken, für einen Verwandten, für einen Elternteil, dass derjenige, der muss ja auch dabei stabil bleiben. Sonst geht derjenige auch wenn vielleicht psychisch irgendwie vor die Hunde. Ja, natürlich, ich muss sagen, ich habe zudem selber Asthma. Und wenn ich mich dann zu sehr aufrege, kann das sein, dass ich einen Asthmaanfall bekomme. Ja, deswegen will ich mal jetzt überlegen, und das heißt, meine Psychologin wird jetzt mit dir überlegen, was du für dich auch noch tun könntest, dass du eine gewisse Rückhalt hast. Denn dein Rückhalt, das ist wichtig, um auch wiederum stark für deine Mutter zu sein. Ja, weil ich bin sehr mit meinen Kräften am Ende jetzt. Ich höre es schon. Ich höre, dass dich das sehr mitnimmt. Ja. Ja. Ich war dies ja so oft krank schon und das war ich die letzten Jahre nicht so oft. Ja. Ich habe auch viel Pech gehabt jetzt. Stefan, jetzt legst du mal bitte auf und wir rufen dich zurück. Die Sabine ruft dich zurück. Und dann beraten wir, was man für dich noch tun kann, ja? Ja. Alles Liebe für dich und vor allen Dingen ganz, ganz, ganz viel Glück für deine Mama. Will ich machen. Auf Wiederhören, Stefan. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. So wie die Yvonne sich gemeldet hat. Yvonne ist 18. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo Yvonne, warum rufst du an? Ja, und zwar, ich wurde als kleines Kind vergewaltigt bis in die Jugendzeit, also bis zum 14. Lebensjahr. Von wann bis wann ungefähr? Vom 6. bis zum 14. Lebensjahr. Vom 6. bis zum 14. Lebensjahr wurdest du vergewaltigt? Genau. Von meinem Vater, also von meinem Erzeuger. Von deinem Vater? Genau. In der Familie? Ja. Wie viele Kinder gibt es sonst noch? Also noch 3, also 2 Brüder und eine Schwester. Und ihr habt alle in der Familie gewohnt, deine Mutter auch gelebt? Genau. Zusammen. Und deine Mutter, hat die das mitbekommen? Nein, also sie war starke Alkoholikerin. Sie war jeden Abend raus und trinken und bei Freundinnen und so. Also sie hat einen Dreck für uns gegeben. Hat der Vater sich an den anderen Kindern auch vergriffen? Nein. Nur an dir? Ja. Wie erklärst du dir das? Bitte? Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Also ich war früher, wie ich noch bei meiner Familie gelebt habe, war ich so für meine Geschwister so ein bisschen Mutterersatz. Wie alt sind die anderen Geschwister? Also mein großer Bruder, der ist leicht behindert, der ist 20. Ja. Mein kleiner Bruder, der ist 12. Ja. Und meine Schwester, die ist 16. Ja, ja. Also du warst das Opfer. Genau. Warum auch immer du, aber du warst es. Ja. Im Alter von 16 bis 14, das ist so von 6 bis 14. Genau. Das ist so eine Zahl, die sagt man dahin. Aber da steckt ja eine ungeheure Dramatik hinter. Und ein Unglück unvorstellbaren Ausmaßes. Wie hast du das denn damals als Kind und dann als Jugendliche empfunden, dass dein Vater mit dir Sex hat? Also so als Kind, so habe ich mir nichts dabei gedacht, weil ist klar, man denkt da sich nichts bei. Man denkt, das wäre normal, weil man kriegt das nirgendwo mit. Also ich war auch in dem Sinne von der Außenwelt abgeschlossen. Ich durfte fast nie rausgehen. Ich hatte ziemlich oft Stubenarrest und so. Und da hatte ich mir gedacht, dass das normal ist. Ja, aber da ich älter wurde, so, dann wurde es mir klar, dass es nicht normal ist. Dann habe ich mich auch selber zerstört. Kannst du dich erinnern, wann du gemerkt hast, dass es nicht normal ist? Ja. In welchem Alter ungefähr? Das war, wie ich ungefähr 10, 11 Jahre alt war. Und und ab da hast du dich selber zerstört? Ja. Was heißt das? Also,
ich hatte ziemlich viele Selbstmordversuche gemacht, wie ich so jung war. Da habe ich mir die Haare rausgerissen. Das hört sich jetzt etwas komisch an, aber ich wollte mir irgendwie selber Schmerzen zufügen. Da habe ich mir die Haare rausgerissen und meine Arme aufgeschnitten. Ja, ja. Als Kind, als du gedacht hast, das ist normal, dass ein Vater sowas macht, hat der, als du 6 Jahre alt warst, regelrechten Geschlechtsverkehr mit dir schon gehabt? Ja, also wie ich 6 war, noch nicht da. Also sag ich mal so, da fing das harmlos an, so mit Streicheln, und ich musste bei ihm was machen, so, aber der hat noch nichts bei mir gemacht. Aber es wurde, boah, ich bin am Zittern. Je älter, ja, verständlicherweise, wenn man darüber spricht. Je älter du wurdest, wurde er wahrscheinlich immer aufdringlicher und es ging dann auch härter für dich zur Sache. Genau. Auch mit, war das mit Schmerzen auch verbunden, mit körperlichen Schmerzen? Ja. Also man muss sich vorstellen, so ein 14, 15 Kilo schweres Mädchen und ein 160 Kilo schwerer Mann liegt drauf. Also da kann man sich die Schmerzen schon vorstellen. Kann man sich vorstellen. So mit 10 sagst du, hast du ungefähr gemerkt, dass das alles andere als normal ist und hast angefangen, dich selbst zu zerstören. Genau. Wie hat es dann geendet? Du sagst, mit 14 bis 14 ging das. Ja, da wurde es immer schlimmer mit meinen Verletzungen. Also auch in der Schule wurden die aufmerksam. Die haben gemerkt, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Du hast niemandem etwas gesagt davon? Nein, konnte ich nicht. Also der hat mir gedroht mit, dass der mich ins Heim steckt und dass der mich umbringen wird, wenn ich irgendwas sage. Und ja, dann haben die das in der Schule gemerkt, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Und dann haben die das Jugendamt eingeschaltet. Das Jugendamt hat mich und meine Schwester, also erst mich in die Psychiatrie gesteckt. Ja. Aber ich wollte nicht alleine da sein. Da habe ich meine Schwester mitgenommen, weil ich Angst hatte, dass sie auch irgendwas passiert. Verstehe. Und in der Psychiatrie hast du, ist das dann ausgesprochen worden von dir? Hast du es erzählt? Nee, gar nicht. Nein. Also das wurde ausgesprochen erst, wie ich in Therapie kam. Also das war 2 Jahre danach. Ach so. Bist du denn, also als du da in die Psychiatrie gekommen bist, dann danach wieder zurück in das Elternhaus? Nein. Nein, ich wurde direkt von dort aus in ein Heim gesteckt. Ja. Dort hatte ich auch gar keinen Kontakt zu meiner Familie, also nur mit meiner Schwester, weil sie ist mit mir zusammengekommen, weil ich konnte das nicht ertragen, dass dann das einzigste Mädchen noch bei dieser Familie ist. Ja. Das heißt, da habe ich sie mitgenommen, aber sie dankt mir nicht dafür. Also sie, in dem Sinne bestraft sie mich, indem sie sagt, dass sie ihn gerne wiedersehen möchte und so. Wo lebt ihr beiden denn zurzeit? Du bist jetzt 18 also, Jahre alt, deine Schwester ist jetzt wie alt? 16, genau. Sie lebt bei meiner Mutter in Trier, mit meinem Stiefvater und mit meinem kleinen Bruder. Ja. Ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann zusammen. Achso, du bist schon verheiratet? Genau. Ah ja, du stehst also auf eigenen Beinen. Ja, genau, und das schon länger, also seitdem ich in dem Sinne klein bin, stehe ich auf eigenen Beinen, musste alles alleine machen. Du hast gesagt, du hast Therapie gemacht. Das heißt, du hast schon oft darüber gesprochen, über diese Sache. Ja, also dieses Thema haben wir nicht direkt angesprochen, sondern sind da vorbeigehuscht. Ach. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich richtig ausrede über dieses Thema. Ehrlich, Yvonne? Du warst in einer Psychotherapie und der Therapeut hat da nicht nachgehakt? Hat das nicht gewirkt? Nein, also sie hat, also das war eine die. Ja. Also sie hat immer dran vorbeigearbeitet, so. Hat sie es bewusst gemacht, meinst du? Ja, das war also so, das war so eine Beratung, also keine direkte Therapie, das war so eine Beratung. Ja. Und dort hat sie nicht direkt dieses Thema angesprochen, sondern mehr daran vorbeigeredet. Und du sprichst in der Tat jetzt zum allerersten Mal davon? Ja, also so das richtige Mal, so über mit einem Menschen, der auch in dem Sinne jemanden verstehen kann, außer meinem Mann. Mit deinem Mann hast du auch ganz offen darüber geredet schon? Ja, klar. Also der versteht mich auch, wenn ich mal nicht möchte, also Geschlechtsverkehr, dann versteht er das voll und ganz. Und er merkt auch, wenn irgendwas nicht mit mir ist, dann hakt er nach und nimmt mich noch in den Arm. Wie alt ist denn dein Mann? Mein Mann ist 20, also der wird jetzt 20. Ah ja. Hast du denn, kannst du nach dem, was du alles hast ertragen müssen, hast du überhaupt Spaß an Sexualität? Ich sag mal so, solange ich mich nicht in diese Phase hineinversetze, was mir damals passiert ist, dann ja. Aber wenn ich so einen Tag habe, so wo ich alles abspule, dann nicht, dann sage ich ihm auch, du hör mal zu, ich kann jetzt nicht, ich möchte jetzt auch nicht. Und dann versteht er das auch hundertprozentig. Der ist dann nicht irgendwie eingeschnappt oder so, sondern der nimmt mich in den Arm und spricht mit mir über dieses Thema. Dann ist es ein großes Glück, dass du deinen Mann gefunden hast, dass du einen so netten Menschen an deiner Seite hast. Genau. Wie ist das denn mit der Selbstzerstörung? Machst du solche Sachen auch immer noch oder immer wieder mal?
Nee, also jetzt, seitdem ich mit ihm zusammen bin, nicht. Mhm. Weil er hat mir in dem Sinne auch geholfen, dass ich davon wegkomme. Oh ja, dann ist das aber wirklich ein Lebensglück, dass ihr euch gefunden habt. Habt ihr, habt ihr auch schon ein Kind oder seid ihr erstmal so? Nein, wir sind in Planung. In Planung. Naja, hat ja vielleicht auch ein bisschen Zeit. Ihr seid ja noch so jung. Genau. Das ist, da drängt ja nichts, gar nichts. Sag mal, Yvonne, dieser Mann, den wir deinen Erzeuger mal nennen wollen, der läuft immer noch frei rum, ne? Nein, der ist im Gefängnis. Der ist im Gefängnis? Ja, aber der hat Ausgang. Das heißt, der kommt einmal im Monat nach Nordrhein-Westfalen zu Bekannten. Und mein Bruder, mein großer Bruder, der etwas geistig behindert ist, der trifft sich mit ihm. Aber weswegen ist er im Gefängnis, wenn du nicht gesprochen hast? Also die Polizei ist auf die Schliche gekommen. Die haben mich in dem Sinne ausgequetscht, was passiert ist. Ich konnte nur so Einzelheiten sprechen. Mhm. Die haben aber gesagt so, ja, sag jetzt, was passiert ist. Ja. Und dann musste ich das aus Druck sagen. Ach so, das heißt, bei der Polizei hast du schon mal so davon erzählt etwas? Ja, aber nicht so, wie ich jetzt darüber rede. Ja, und vor Gericht musstest du auch nicht aussagen? Nein, musste ich nicht, weil das wurde zu schnell gemacht. Also der Gerichtstermin wurde verlegt. Mhm. Dann sollten wir da hinkommen, also ich als Zeuge. Ja. Und da waren wir gerade auf dem Weg, da war die Verhandlung schon vorbei. Ja. Weißt du, zu wie lange er verurteilt wurde? Ja, 3,5 Jahre. Und hat jetzt Ausgang? Genau. Wie viel? Also der war zuerst geschlossen und jetzt ist der offene Vollzugsanstalt. Mhm. Du hast das gerade sofort gesagt, ja, der hat aber jetzt Ausgang. Hast du Angst vor dem? Ja, es geht. Also ich sag mal so, ich würde diesen Menschen gerne so in die Augen gucken und fragen, ob der Reue zeigen kann. Mhm. Das weißt du nicht, ob er bei Gericht irgendwas gesagt hat vor Gericht, ob er es bereut. Das weißt du nicht. Von Bekannten und Verwandten habe ich erfahren, dass er angeblich unter Druck gesetzt worden ist und alles zugeben musste. Darauf meinte er, ich gebe es zu, aber ich weiß nicht, was ich zugeben soll, wenn ich nichts getan habe. Aha, daraus resultiert wahrscheinlich auch deine Sorge, vielleicht auch die berechtigte Sorge, dass er so etwas irgendwie nochmal machen konnte mit einem anderen Kind. Genau. Vielleicht, man weiß es nicht, aber die Sorge ist, kann ich nachvollziehen, wenn du die Sorge hast. Genau. Mhm. Yvonne, weißt du, was ich wichtig finde? Natürlich kreisen die Gedanken um diesen Typ rum. Und natürlich sind 3 Jahre viel zu wenig. Ach, viel zu wenig. Mhm. 20 Jahre gehört er hinter Gitter. Mhm. Oder noch länger, wenn man einem Kind so etwas antut. Ich finde, du bist wichtig. Du bist wichtiger im Moment. Mhm. Und wenn du jetzt mir so erzählt hast, dass du gerade in diesem Gespräch erst zum ersten Mal über dieses Martyrium so gesprochen hast, dann muss ich dir erstmal ein Kompliment machen. Denn ich weiß... Oder ich weiß das nicht, weil ich es nicht erlebt habe. Ich erahne, wie schwer das ist, darüber zu sprechen und so offen dann auch zu sprechen. Ich finde das einen guten ersten Schritt für weitere Schritte. Ich freue mich sehr für dich, dass du so einen netten Mann hast, weil das ist wirklich ein Leben, eine Lebensstütze und ein Lebensglück. Aber es wäre sicher sehr, sehr richtig und sehr gut, wenn du dir auch noch mehr Gutes tun würdest. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich eine richtige, lange Psychotherapie machen könntest. Bei einem Psychologen, den du gut findest, wo du vielleicht 1 oder 2 Mal die Woche hingehen kannst und wo alles so in Ruhe besprochen wird. Mhm. Damit, wie du gerade sagtest, ab und zu kommt es so, wenn die Gedanken hochkommen, dann kommst du ganz schlecht drauf. Genau. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und es könnte auch sein, dass da noch viel schlimmere Dinge nachwirken, die du noch gar nicht so weißt. Mhm. Deswegen wäre es sehr gut, wenn du in fachkundliche Hände kämst. Und dazu möchte ich dich sehr ermutigen. Ich habe hier schon sehr, sehr oft mit Frauen und Mädels gesprochen, die Ähnliches hinter sich haben wie du. Mhm. Die alle gute Erfahrungen gemacht haben, nachdem sie dann zu einem Psychologen gegangen sind. Mhm. Wie das da abgeht bei so einem Psychologen, das könnte dir meine Psychologin jetzt mal ein bisschen erzählen und erklären. Da musst du da nicht Angst vor haben, wenn du da hingehst. Ja, okay. Ja, sollen wir es mal so machen? Ja. Dann kann die Sabine dich gut beraten, wie du das anstellst, wo, wann, wie und was man da so für Fragen hat. Mhm. Aber ich wollte noch einen ganz, ganz lieben Gruß an meinen Mann bestellen, und dass ich ihn echt über alles liebe. Das darfst du wirklich. Du darfst das. Liebe Yvonne, alles Liebe, alles Gute dir und deiner kleinen Familie, deinem Mann. Du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt kommt unser Hinweis auf morgen. Morgen ist Themenzeit, Themennacht hier bei uns. Und wir hatten ja letzte Woche das schöne Thema, was Frauen wollen.
Und da haben wir uns pfiffigerweise überlegt, Mann, nicht direkt, vielleicht auch, es war ein Anstoß von euch auch. Es war nicht nur unsere pfiffige Überlegung, es war auch ein Anstoß von euch, dass wir dann gesagt haben, naja, dann machen wir die nächste Woche das umgekehrte Thema, nämlich was Männer wollen. Morgen heißt unser Thema, was Männer wollen. Ich möchte mit euch Jungs, mit euch Männern sprechen. Was sind eure geheimen Wünsche? Dinge, die ihr mit euren Frauen nicht machen könnt, nicht machen wollt, oder vielleicht habt ihr auch Schiss, den Frauen das zu sagen. Die geheimen Wünsche der Männer, was Männer wollen, das ist unser Thema morgen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ihr könnt euch natürlich wie immer schon per Mail bei uns anmelden, bei unterdomian@wdr.de, oder ihr ruft ab 12 Uhr, ab 0 Uhr sind wir ja immer hier und die Sendung beginnt morgen auch wieder um 1 Uhr. So, hier ist Diana. Diana ist 32 Jahre alt. Hallo Diana. Hi. Hi. Hallo Diana. Um was geht's bei dir? Ja, ich bekomme Zwillinge. Hey, Glückwunsch. Ja. Ja. Wann ist es soweit? Verschluckt. Ich bin ein bisschen durcheinander. Und ich muss. Wann ist es soweit? Ich in die Klinik und übermorgen kommen die. Aber das sind siamesische Zwillinge und ein Kind wird sterben. So. Also das ist schon Fakt. Aber das Schlimme ist, ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, lass das eine sterben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also nochmal, die Kinder kommen übermorgen auf die Welt. Ja, morgen muss ich in die Klinik. Morgen muss in die Klinik. Und die kommen per Kaiserschnitt auf die Welt? Ja. Mhm. Und es sind siamesische Zwillinge? Ja. Wie sind die Kinder denn verwachsen? Wie kann einmal man am Becken und am Kopf. Mhm. Und es ist ein Junge und ein Mädchen. Und der Junge, der ist ganz klein noch. Aber der muss noch erst leben, damit das Mädchen leben kann. Und es ist schon klar, dass nachdem, wenn die Kinder geboren wurden, dass der Kleine sterben wird müssen. Ja, aber das kann ich doch nicht. Ich bin so gläubig erzogen und ich kann doch nicht einfach das sowas entscheiden. Wer hat das denn jetzt schon so entschieden? Na, die Ärzte, das ist ja richtig in so einer Uniklinik. Ich möchte den Namen jetzt nicht sagen. Du sagst, du bist eine gläubige Frau. Was für einen Glauben hast du? Ich bin katholisch. Du bist katholisch. Mhm. Wie hast du das denn mit deiner Familie beispielsweise, mit deinem Mann besprochen? Ich habe keinen Mann. Das ist so, ich habe, also die Kinder bekomme ich von so einem, der steht in der Öffentlichkeit und das darf niemand wissen. Mhm. Und der hat sich total abgewandt. Der hatte erst gesagt, diese Person kenne ich auch. Die kennst du auch, ja. Entschuldigung, dass ich jetzt du gesagt habe. Ich habe dich auch geduzt, also kannst du mich auch duzen. Mhm, ist okay. Mhm. Mhm. Den kennt jeder. Ja, gut, den wollen wir jetzt aber nicht nennen. Nein, ne? Dann das wir nämlich, auch nicht. Genau, das darf ich gar nicht. Nein, dann kommen wir in Teufelskirche. Genau. Das heißt, du stehst mit der Sache ziemlich alleine da? Ich bin alleine, ja. Mhm. Und wann haben denn die Ärzte oder Ärzte dir das zum ersten Mal gesagt? Da war ich schon, also da war ich im fünften Monat oder ja kurz vorm sechsten Monat. Und man kann, wenn sowas ist, wenn so lebensbedrohliche Sachen sind, kann man, glaube ich, noch bis zum sechsten Monat genau abtreiben. Und das konnte ich aber auch nicht, weil eins ist ja total lebensfähig. Und wie soll ich das denn machen? Mhm. Ich kann doch nicht sagen, du darfst und du nicht. Aber die Kinder bleiben ja erst noch zusammen. Wie hat man dir das denn erklärt? Warum muss denn das eine Kind sterben? Das ist so, weil die sind auf einem Blutdingens, an Blutzirkulation. Mhm. Ja, mhm. Sind die. Und das Mädchen nimmt dem Jungen diese ganze Kraft weg. Mhm. Mhm. Und so haben die mir das erklärt, aber die haben das erst so spät erkannt. Was würde denn passieren, wenn man die Kinder erstmal zusammenließe, nachdem sie geboren wurden? Dann wird das Mädchen, wird den Jungen die ganze Kraft wegnehmen. Also der stirbt sowieso, aber das kann man jetzt alles schon so klar sagen? Es gibt doch diese tollen Ultraschalldinger da mit 3D und hast du nicht gesehen. Na ja, gut, ob man das so genau weiß ich nicht. Hm. Hm. Was bedeutet das dann im Klartext, dass sofort eine große Operation ansteht? Nicht sofort. Ich muss die erstmal so lange behalten, beide, bis das Mädchen Kraft genug hat, um getrennt zu werden. So muss ich mich von meinem Jungen verabschieden. Also ich sehe sie, ich werde sie auch immer am Halten, alles.
Und wie lange würde das dauern? Wir haben gesagt, zwischen 4 und 6 Monaten. Zwischen 4 und 6 Monaten? Ja. Und ich habe keinerlei Unterstützung von niemandem. Jetzt muss ich nochmal fragen, zwischen 4 und 6 Monate kann man die Kinder zusammenlassen? Ja. Und dann würde ein... Aber das wäre so, wenn jetzt der Junge stirbt, dann würde ja... Also so haben die mir das erklärt. Er darf nicht sterben, weil dann würde dieses Leichengift und alles würde zu dem Mädchen rübergehen und es wird mitsterben. Es ist alles so kompliziert. Aber jetzt hast du mir gerade gesagt, dass du das entscheiden musst. Was, du kannst dann doch gar nichts entscheiden. Das weißt heißt, du, was ich am liebsten tun würde? Weglaufen. Einfach nur weglaufen. Und keine Entscheidung treffen, weil wenn ich sie jetzt... Ja, aber was, mir ist es, ja, ich muss mich immer, mir ist die Entscheidung, welche Entscheidung hast du zu treffen? Gar keine. Aber hast du gerade anders gesagt? Ja, das habe ich vielleicht anders, aber ich möchte keinen von den beiden enttäuschen. Auf jeden Fall ist Fakt, du bringst die beiden Kinder auf die Welt. Die bringe ich auf die Welt. Die beiden Kinder werden... Übermorgen geboren. Übermorgen geboren, per Kaiserschnitt. Ja. So. Ja. Und dann werden die nach Aussage deiner Ärzte mehrere Monate zusammen leben. Solange wie das Mädchen richtig stabil ist. Ja. Stirbt denn dann der Junge von alleine oder wie? Ja, der hat ja keine Verbindung dann mehr, weil die teilen sich ein Herz und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, du kannst es mir auch gar nicht so richtig erklären. Nein, weil ich total durcheinander bin, weil ich hier alleine sitze. Ich habe heute Abend noch mit dem Vater telefoniert und er hat gesagt, hättest du mir nur einfach einen Jungen geschenkt, dann wäre das alles kein Problem gewesen, aber das kann ich nicht machen, wenn die Öffentlichkeit das mitkriegt. Ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, das ist natürlich jetzt die Zusatzproblematik, dass du da irgendjemanden als sogenannten Vater hast, der sich nicht um dich kümmert. Aber schwerwiegend ist ja vielleicht noch, was jetzt mit den Kindern wird. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Die Kinder kommen auf die Welt, die Kinder werden leben beide. Ja. Sie sind siamesische Zwillinge. Ja. Überleben kann aber nur das Mädchen, so sagen die Ärzte das. Das heißt, der Junge wird über kurz oder lang... Das Mädchen, das hat jetzt schon 2750 Gramm und der Junge, der hat jetzt mal gerade 950 Gramm. Das heißt, über kurz oder lang wird der Junge sterben. Ja. Und dann muss der Junge von dem Mädchen getrennt werden. Ja. Weil sonst das Mädchen auch sterben würde. Genau, nein, das wird vorher gemacht. Aber wenn ich die trennen lasse... Ja, Moment, wann wird das vorher gemacht? Bevor der Junge stirbt. Der wird da lebend abgeschnitten. Ach so. Jetzt verstehe ich deinen Konflikt. Und das ist es nämlich. Wobei das ja schon noch einige Wochen dauern wird, ne? Ja, aber man kann doch nicht einfach sagen, du wirst jetzt abgeschnitten, weg mit dir und ich behalte dich. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich das Mädchen dann auch zur Adoption freigebe, weil ich kann das doch niemals mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich das oh Gott, ey. Naja, also der, ich will dir mal sagen... Warum ist das Leben so schwer? Kannst du mir das mal sagen? Nee, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber nehmen wir mal an, das ist jetzt so, wie du es gerade geschildert hast, dass der Junge wirklich nicht überlebensfähig ist. Nein. Dann ist das ja so schlimm und so traurig das ist. Ja. Führt ja gar keinen Weg daran vorbei, um das Leben des Mädchens zu schützen. Ja, aber dann, kann ich dir in die Augen sehen? Kann ich dir mal irgendwann sagen, natürlich. Hey, du? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Dann musst du für dein Kind da sein. Die Frage ist ja auch, wird das Mädchen gesund sein? Das ist ja ein großer, wie wir doch, alle... Die wird gesund sein. Die hat alles, das ist alles in Ordnung bei der. Ja, also weil, so wie ich das so weiß, aus meinem Laienwissen, dass die Trennung von siamesischen Zwillingen immer hochkompliziert ist. Das ist kompliziert, aber das ist bei ihm sind ja die Organe nicht angelagert. Naja. So, wenn dein Mädchen lebt, ist das ein großes Glück, finde ich. Meinst und dann, du? Ja, das finde ich schon. Und was soll ich dir sagen? Alles soll ich dir sagen, ich habe deinen Bruder getötet? Nein, du hast ihn nicht getötet. Er wäre ja selbst nicht lebensfähig, so hast du es mir gerade erklärt. Aber wenn ich sie zusammenlasse, vielleicht doch. Dann würden so hast du es mir gerade nicht erklärt. Ja, ich weiß es selber, das ist Quatsch, aber vielleicht gibt es dann eine Chance, aber zusammen, ich weiß nicht, Gut, aber dann ist es ja wichtig, dass du nochmal ganz eingehend du scheinst ja in einem großen Klinikum zu sein, wo sehr viele Fachleute sich... Ja, das sind die Fachleute, die trennen auch sogar teilweise aus Amerika. So, das heißt, die können das ganz genau einschätzen, ob der Junge ein Überlebens... Genau so,
dann musst du denen das auch, finde ich, dann schon auch so glauben. Was ich jetzt aber sehr ernst nehme, ist deine, du bist ja völlig durch den Wind. Ja. Ja, dass du keinen Menschen an deiner Seite hast, der dir ein bisschen beisteht. Weißt du, was meine Mutter gesagt hat? Mhm. Weißt du, was die zu mir gesagt hat? Ich habe ihr das erklärt, als ich die Diagnose bekommen habe. Und wir haben immer noch gehofft, erst waren die so stolz, dass ich schwanger bin und gerade von diesem Typen da. Und weißt du, was sie mir vorgestern gesagt hat? Na? Diese Missgeburten wollen wir sowieso nicht. Sieh zu, wie du damit fertig wirst. Das hat sie zu mir gesagt. Dann ist deine Mutter auch kein Mensch an deiner Seite, finde ich. Wer so spricht, der gehört nicht an deine Seite. Nein, und sie ist so eine hochfortzenoble Dame, ja, auch aus der Gesellschaft und so. Und dann sowas, wenn ich das an die Öffentlichkeit bringen würde, die würde sich in Grund und Boden schämen. Ja, aber sie hat mir das gesagt. Das müssen wir alles nicht beraten. Du musst dich von der Frau distanzieren, wenn sie so etwas sagt. Das hab ich doch auch. Ja. So, geht da ganz jetzt, alleine hin. So, jetzt überlegen wir mal, ob du jemanden an deine Seite bekommst. Das machen wir jetzt im Hintergrund. Da ist Zeit und Ruhe. Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, Diana. Einverstanden? Ich wünsche dir viel Kraft und wirklich alles Gute für die Geburt und dass alles so verläuft, wie es am besten verlaufen kann unter den gegebenen Umständen. Ja. Ja? Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja. Tschüss. Tschüss. Jeanette ist hier. Jeanette ist 21 Jahre. Guten Morgen. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jeanette. Was ist dein Thema? Ja, mein schlechtes Gewissen. Oh, dein schlechtes Gewissen. Lass mich raten. Eifer? Nee, Eifersucht nicht. Bist du fremd gegangen? Ich gehe immer noch fremd. Du gehst immer noch fremd. Ich weiß es nicht. Erzähl mal, was los ist. Ich habe einen Lebensgefährten seit knapp anderthalb Jahren. Ja. Und habe ein Verhältnis mit meinem Chef. Ach, du lieber Gott. Muss das denn sein? Ja. Seit wann hast du, wie lange läuft das Verhältnis mit dem Chef? Knappes Dreivierteljahr. Auch schon? Ja. Ein Dreivierteljahr und anderthalb Jahre mit deinem Freund zusammen? Ja. Was ist das für ein Verhältnis mit deinem Chef? Sex, schmutziger Sex auf dem Schreibtisch oder Liebe? Oder beides? Ich nehme das Erste, das klingt besser. Nein, also es ist wirklich nur rein Keiner Spaß. Sex. Mhm. Spaß an der Freude. Mhm. Ohne dich jetzt zu verraten, ich will dich jetzt vorsichtig fragen, stehst du in der Hierarchie ihm nahe oder bist du ihm sehr weit unterstellt? Sagen wir es mal so, ich bin eine von vielen. Ja. Ich arbeite in der Gastro. Ja. Und, Okay, vielleicht brauchen wir es gar nicht weiter. Dann nicht. Ich will ja nicht, dass du erkennbar bist. Nee. Ich finde da schon die richtigen Worte für. Also, na gut. Mhm. Wie gesagt, in der Gastro bin ich am Arbeiten und... Wer hat denn damit angefangen? Er oder du? Das war mehr so ja, aus dem Spaß heraus entstanden. Ja. Aber einer muss ja, auch im Spaß, muss ja immer einer den ersten Schritt machen. Ja, es ging einen Abend um Arbeit. Also ich sag jetzt nicht, was ich genau deiner Gastro mache. Ja. Und auf jeden Fall war es denn, dass es da eine Planänderung gab und ich ein bisschen geknickt war, weil ich mich schon drauf gefreut hatte, auf den Abend zu arbeiten. Mhm. Und dann meinte er so, ja, kannst ja für mich privat und ich mit meiner großen Klappe, ja klar, ne, machen wir. Und dann bin ich später zum Abrechnen gegangen und dann sagte er, ach so, ja, und wir wollen privat. Ich sag, ja, warum nicht, ne, nichts bei gedacht. Was meint er, kannst du für mich privat, was heißt das? Ja, das hatte halt mit dem zu tun, was ich arbeiten sollte. Ach so, na, okay, also irgendwas privat. Mhm. Und auf jeden Fall fragte er dann nur, ob ich noch ein bisschen da bleibe. Ja. Ich sage, ja klar, ist ja noch früh und, ne. Ja. Ja, komm mal an, was willst du trinken? Ich sag, ja. Ja. Jack Daniels Cola, schmeckt auch. Ja. Ja, ein Drink, zwei Drinks. Dann bin ich nach Hause mit einer Kollegin und damals war mein Handy gesperrt und dann habe ich über ihr Handy geschrieben, habe dann nur so geschrieben, dass sie gleich nach Hause fährt und so. Mhm. Und im nächsten Moment wurde ich angerufen, wo wohnst du eigentlich? Mhm. Ja, und dann hieß es nur, ich bin gleich da. Und du wohnst alleine und nicht mit deinem Lebensgefährten zusammen? Genau. Mhm. Deinen normalen Job, dem du nachgehst, davon weiß dein Lebensgefährte? Ja. Ja.
Kennt? Ich arbeite nur am Wochenende, bin zurzeit sonst auf Hartz IV und ja. So, wie ist das Verhältnis zu deinem Lebensgefährten? Ja, als ich ihn kennenlernte, war es die große Liebe. Dann machte er das erste Mal mit mir Schluss wegen der Nichtigkeit. Eine Woche später waren wir wieder zusammen. Dann machte er einen Monat später wieder Schluss. Das Ganze haben wir jetzt so 6-7 Mal durch. Und mittlerweile sage ich, alles gut und schön. Ich habe ihn auch irgendwo gern, aber ich kann dir mittlerweile nicht mal mehr sagen, warum ich ihn gern habe. So, dann frage ich dich, warum du überhaupt mit ihm noch offiziell ein Paar bist. Keine Ahnung. So, dann streng dich mal an. Erstmal muss ich dazu sagen, ich wohne hier in so einem kacken kleinen Nest. Ja. Ne, und hier sagen sich Fuchs und Igel gute Nacht. Das heißt, jeder kennt mich, jeder kennt ihn. Und ja. Ich kann in keine Gaststätte gehen, ohne dass er mir über den Weg läuft oder dass Bekannte mir dann über den Weg laufen würden. Von deinem Lebensgefährten? Genau. Ja gut, aber das ist nun mal so, wenn man sich dann trennt. Getrennt wird sich auch in kleinen Orten. Ja. Das finde ich weniger dramatisch, als wenn rauskommt, was da läuft. Dann stehst du wirklich. Naja, ich bin momentan auf dem Stand, dass ich sage, ich habe keine Lust mehr, so ganz unten rum zu krebsen, auch so vom Finanziellen und so. Und suche mir gerade Arbeit in einer nächstgrößeren Stadt. Und davon weiß er aber auch nichts. Weil ich genau weiß, er würde nicht mitkommen wollen. Also, Jeanette, das klingt ziemlich abgefuckt, was du mir gerade erzählst. Ja. Entschuldige, wenn ich das so krass sage. Ich finde, da solltest du aber fairer mit deinem Lebensgefährten umgehen. Was soll das denn? Du gehst deine eigenen Wege, du planst deine Zukunft ohne ihn, du hast Sex mit deinem Chef. Naja, hast eigentlich gar keine Herzensverbindung mehr mit zu ihm. Was soll das denn? Doch, es ist schon noch eine Verbindung vom Herzen auch da. Und aber du liebst ihn nicht mehr. Doch, irgendwo schon. Ja, irgendwo schon. Irgendwo, sagen die Leute immer. Irgendwo. Aber ja, ich kann das schwer beschreiben. Er fehlt mir natürlich, wenn ich ihn nicht sehe. Ja, gut. Na, ich denke auch. Mein Hamster fehlt mir auch, wenn ich ihn nicht sehe. Also da müssen ja schon Wertungen hinterstecken. Ist er dir so wichtig, dass du deinen Chef dafür sausen lassen würdest? Ja, auf jeden Fall. Aber Auf jeden Fall? Du würdest das mit deinem Chef aufhören für deinen Lebensgefährten? Ja. Vor allem mein Chef bedeutet mir nichts. Das ist just for fun. Der sieht ganz lecker aus. Ja, warum machst du es denn dann? Ich meine, 3/4 Jahr ist ja schon eine verdammt lange Zeit, wenn man erst 1,5 Jahre mit dem Lebensgefährten zusammen ist. Naja, warum mache ich das? Warum? Erstmal, ich weiß nicht, dieser Mann hat eine gewisse Ausstrahlung. Okay, dass das geil ist, musst du mir nicht erklären. Warum tust du es dann? Selbst wenn ich nicht wollte, schafft er es jedes Mal, mich irgendwie rumzukriegen, sage ich mal. Hast du denn ein schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber, wenn du mit ihm Sex hattest? Ja, sicher. Ja. Aber dann ist die Frage, wiederholt sich jetzt. Warum tust du es denn dann? Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann es dir. Nee, so einfach kommt man aus der Nummer nicht raus. Nee. Ja. Geht das nicht. Ich weiß nicht, was dieser Mann mit mir macht. Du bist eine erwachsene junge Frau. Dass ich da jetzt mal drauf reinfalle. Ja, du bist eine erwachsene junge Frau und Herr deines Lebens. Ja, anscheinend ja nicht. Nee, weil du es dir auch bequem machst wahrscheinlich. Du holst dir da den geilen Sex, dein Freund ist wahrscheinlich nett zu dir. Und ja gut, ich mach's auch wegen der Arbeit. Du machst wegen der Arbeit. So, und dann planst du eine andere Zukunft und sagst deinem Freund gar nicht Bescheid. Ja, aus dem einfachen Grunde, weil wir haben da schon mal drüber gesprochen. Mein Freund hat da ganz furchtbar drauf reagiert und das ist das, seit einem halben Jahr sagt mein Freund zu mir, wir ziehen zusammen und bla und er kriegt den Arsch nicht hoch, stattdessen renoviert er seine Wohnung neu, obwohl seine viel zu klein für uns beide ist, wir wollten in meine ziehen, ne? Und so Scherze, dann haben wir jetzt, weil ich ihn eigentlich doch sehr geliebt habe bis zu einem gewissen Knackpunkt, wo es dann mal eskaliert ist bei einem Streit, haben wir versucht, ein Kind zu kriegen. Ich musste feststellen, dass ich nicht mehr schwanger werden kann. Ich bin heilfroh, dass ihr kein Kind bekommt. Ich bin heilfroh darüber. Ja gut, ist was anderes, aber ja, also das Kind hätte ja vielleicht nur die Funktion gehabt, da irgendwas zu kitten, was nicht zu kitten ist. Nein. Nee? Dafür würde ich ein Kind nie missbrauchen. So, jetzt, wo stehen wir jetzt in unserem Gespräch?
Du liebst deinen Freund, sagst du? Ich liebe ihn schon, aber wie gesagt, ich sag mal so, vom Leben her bringt er mich im Moment nicht weiter. Er zieht mich grundsätzlich runter, wenn ich sage, ich kann da und da arbeiten, hier in der Nähe. Dann und fahren und du hast keinen Führerschein und das kostet alles nur unnötig Geld, das rechnet sich gar nicht. Also da sind irgendwie Gefühle, aber letztendlich leben kannst du dir gar nicht mit dem richtig mehr vorstellen. Nicht mehr. Mhm. So, dann weil finde ich... Weil er immer schafft, alles irgendwie zunichte zu machen und auf der anderen Seite habe ich das Bedürfnis nach ihm. Ich brauche ihn auch irgendwo. Er kann aber man kann nicht sehr lieb sein, der beste Mann der Welt und im nächsten Moment... Ja, okay, Jeanette, du musst einfach eine Entscheidung für dein Leben finden. So wurstelst du überall rum, holst dir die Rosinchen daraus und daraus und irgendwann wirst du eh deinen Freund fallen lassen, wenn du in eine andere Stadt gehen möchtest und du scheinst das ja sehr gerne zu wollen. Ja, weil ich hier nicht weiterkomme, ich bin verschuldet. So, da musst du, egal, musst du mir nicht erklären, da musst du deinem Freund reinen Wein einschenken. Rein Wein über all das, was du jetzt machst und willst. Und dann wird sich das Ganze wahrscheinlich von selbst erledigen. Du gehst ein Dreivierteljahr permanent deinem, ja, sehr oft kommt das vor, ne, dass du mit deinem Chef Sex hast. Nee, gar nicht. Wie oft? Wenn überhaupt einmal im Monat. Naja, egal. Immerhin einmal im Monat. Ja klar, schlimm genug. Schlimm genug, wenn er das erfahren würde und eigentlich, um nochmal so einen richtig soliden Neuanfang für euch zu schaffen, müsstest du alles auf den Tisch legen. Ja gut, dann wäre die Beziehung definitiv gegessen. So. Von seiner Seite aus, das weiß ich. So. Und das andere ist, dass ich dann auch meinen Job los bin, weil er einmal in einer Firma Großbohai macht, dann wissen es alle und dann... Dann trenn dich so schnell wie möglich von deinem Lebenspartner. Du bist so verstrickt in allen Widersprüchen und in der Lügerei, dann gehst du wenigstens einigermaßen noch mit erhobenem Haupt raus. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, Janet. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Silke ist hier. Silke ist, wie alt ist Silke? 40. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Silke. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich 40 Jahre alt bin. Ja. Mich in einen 19-Jährigen verknallt habe. Hohoho. Ho, ho. Und das Ganze auch auf Gegenliebe stößt. Ja. Soll's geben. Soll's geben. Ja. Ist vielleicht nicht so normal. Nee, nicht nur normal, ist auch ganz schön kompliziert. Aber bist du wenigstens solo im Moment? Ich bin solo, ja, wir sind beide solo. Hast du Kinder? Nein. Nee, ich dachte jetzt, dass du ein Kind hast, das genauso alt ist. Hätte ja sein können. Nee, Gott sei Dank nicht. Das könnte dann schon problematisch werden. Wie lange tuchtelt ihr beiden denn schon? Das sind jetzt 2 Wochen. Ach so, das ist ja noch eine ganz junge Liebe. Ganz, ganz jung, ja. Und wenn man es so sieht, bin ich eigentlich wegen einer anderen Liebe überhaupt hierher gezogen. Ja. Aber das hat sich dann irgendwie erledigt. Wo hast du ihn denn kennengelernt? Ich meine, man trifft sich ja nicht so in der Disco ohne weiteres mit 40 und 19. Ja, nee, das ist, wie gesagt, ich bin wegen meinem Ex, bin ich hier in diese Ecke gezogen. Mhm. Und habe da dann den Sohn von meinem Ex-besten Kumpel kennengelernt. Ach so. Den Sohn vom Ex-besten Kumpel. Ja. Und... Wie merkt man das? Ich meine, viele, die sehr viel älter sind, die achten ja gar nicht mehr drauf auf irgendwelche Flirtsignale von sehr viel Jüngeren und umgekehrt. Wie habt ihr es bemerkt, dass ihr euch gut findet? Das ist irgendwie direkt die Chemie gewesen. Sofort? Irgendwie schon. Ihr habt miteinander geredet, euch gut verstanden? Ja, das war schon, glaube ich, mal so von vornherein ein Anhimmeln, wie man so schön sagt. Ja. 2 Wochen. 2 Wochen ist ja noch wirklich sehr, sehr frisch. Weiß das schon irgendjemand oder haltet ihr das ganz geheim? Also sein bester Kumpel, der weiß das. Der hat auch überhaupt keine Probleme mit. Ja. Dem ist das auch wurscht. Ja. Der würde auch eine Ältere nehmen, das wäre ihm wurscht. Der würde auch eine Ältere nehmen, ja. Naja, ich meine jetzt, wenn die dann so drauf ist wie ich. Verstehe. Und bei mir wissen das einige Leute, ich fungiere so ein bisschen im Chat, so internetmäßig. Und da wissen das schon so die einen oder anderen. Ja gut, da ist man ja eher anonym und da kann man ja... Nee, wir sind nicht anonym. Nee. Wir hatten also schon Chat-Treffen, wir kennen uns also. Ach so. Wir kennen uns auch persönlich. Ja. Du hast eine eigene Wohnung? Selbstverständlich. Und er wohnt sicher bei Mama und Papa noch, oder? Genau.
Genau. Und er ist öfters dann bei dir schon in den letzten zwei Wochen? Ja, fast immer in letzter Zeit. Jetzt auch. Jetzt auch? Natürlich. Er ist jetzt bei dir? Ja. Das ist ja lustig. Kann er denn auch mal ins Telefon kommen? Mag er das? Ich habe den Lautsprecher an. Er hört also die ganze Zeit mit. Wie heißt er denn mit Vorname? David. David. Ja. David, hast du Bock, ein paar Worte mit mir zu reden? Nicht so wirklich. Nee, wir können, wir machen es kurz. Ist das für dich auch eine neue Erfahrung oder hast du immer schon so ein bisschen auf ältere Frauen einen Blick geworfen? Nee, das ist eine ganz neue Erfahrung. Ja. Und dein bester Freund hat damit keine Probleme? Er sagte deine Freundin gerade, die Silke? Nee, der hat keine Probleme. Da war ich auch ziemlich erstaunt drüber. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn ihr jetzt beide zusammen bleibt, dass du irre Schiss hast, deinen Eltern das zu sagen, oder? Ja, genau das ist es. Wie alt sind deine Eltern? Jünger als die Silke. Jünger als deine Freundin. Ja, das ist natürlich ein Problem. Das ist ein Problem. Vielleicht auch noch von anderen Leuten, die darauf reagieren, so aus deinem Freundeskreis. Ich weiß nicht, wie dein restlicher Freundeskreis so drauf ist. Das weiß ich auch nicht. Und ich will dann, wenn das alle erfahren, durch Streiterei mit ihr dann auseinandergehen. Da hast du Angst vor. Mhm. Was fasziniert dich denn so an Silke? Ihre Art, wie sie ist, wie sie sich gibt. Ja. Ihr Charakter. Ist sie denn so eher, würdest du sagen, viel jünger drauf als 40 Jahre, wie man denn so als 40-Jährige drauf ist, was immer das heißen mag? Kommt sie dir irgendwie jünger vor? Sie kommt mir eher so meine alte Richtung vor. Spricht ja nicht so ganz für Silke, wenn sie wie eine 19-Jährige nur rüberkommt. Bisschen reif ist sie ja sicher auch schon. Ja, die eine oder andere Erfahrung hat sie schon. Ja. Also du bist auf jeden Fall verknallt. Ich liebe sie. Du bist richtig verknallt. Ja. Und bist jetzt auch für dich erstmal entschlossen zu sagen, ich ziehe die Nummer durch? Ja. Egal, was kommt. Und da müssen dann auch die Eltern, die müssen das halt dann auch akzeptieren? Müssen sie, wenn sie es nicht akzeptieren. Hast du schon überlegt, wann du es den Eltern sagst? Nee. No. Aber er war schon mal kurz davor. Ja. Doch mal seinen Mund aufzumachen, aber ich kann mir schon vorstellen, ich stehe im Leben. Was machst du vom Beruf, Silke? Ich bin selbstständig. Du bist selbstständig. Ne? Ja. Hast du denn Angst, du hast ja wahrscheinlich auch einen größeren Freundeskreis oder Verwandten, dass die sagen, Mann, was ist denn mit der los jetzt? Es schleppt sie 19-jährigen Jungen ab. Oh, also ich sag mal, meine Bekannten und meine Freunde, die wissen eigentlich, wie durchgeknallt ich bin. Ist das denn für dich eine neue Erfahrung oder hast du früher auch schon mal gern so nach den Jüngeren geguckt? Nö, also ich sag mal, mein Ex-Partner, der war jünger. Wie viel jünger? 6 Jahre. Naja gut, das ist ja nicht viel. Das ist ja nicht so der Puller. Nö. Aber so habe ich bis jetzt noch nie, nee. Im Gegenteil, ich habe immer so gedacht, bist du pädophil, wenn dir mal so ein junger Kerl gefiel. Was? Ja, ist schon irgendwie komisch. Was fasziniert dich denn an dem David so? Alles. Seine Art, sein Charakter, der ist weit männlicher als manche Männer, die ich mit 40 kennengelernt habe. Ja. Wie der mich anguckt, wie der mich anfasst, wie der mit mir redet. Anfassen ist ein gutes Stichwort. Wir sind hier ja immer unter uns und in der Sendung hier reden wir immer offen über alles. Hattet ihr schon Sex miteinander? Ja. Ihr hattet Sex. Und? Ja. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt in Details gehen. Nein, verlange ich auch gar nicht. Aber da auch noch die ernsthafte Frage, wenn man 40 ist, ist man natürlich nicht mehr so glatt gebügelt wie ein 19-Jähriger. Ist ja normal. Das ist klar. Hast du dich da ein bisschen geschämt im Bett oder war dir das auch völlig wurscht? Nee, ganz im Gegenteil. Also bei dem fühle ich mich weiblicher als bei jedem anderen Mann zuvor. Ah ja, also volle Akzeptanz deines Körpers auch und... Absolut. Überhaupt gar nicht irgendwie eine Bremsfunktion oder so etwas gewesen. Nichts. Nö, das ist einfach, ich habe in seinem Beisein ein Selbstbewusstsein, das ist ganz schon an größten Wahnsinn. Nun ist das ja so, wenn man so einen großen Altersunterschied hat, auch ein bisschen kompliziert vielleicht mit den, was man so in der Freizeit macht. Stehst du auf die gleiche Musik wie er? Stehst du auf die gleiche Art von Lokalen wie er? Und so weiter. Auf die gleichen Filme?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, gibt es da Berührungspunkte? Ja, also was die Musik betrifft, auf jeden Fall. Ja, was für Musik ist das? Ja, Heavy Metal, Slayer. Ach, mag er auch? Ja. Ja. Definitiv. Und? Ich meine, für eine Frau in meinem Alter ist es nicht unbedingt so gang und gäbe, dass man in diese Richtung geht. Naja, Fresh Metal und Trance und Trance nicht hier. Und ja, du kämst ja auch nicht ein bisschen seltsam vor, wenn er bei irgendwelchen Kumpels auf eine Party eingeladen ist und er bringt dann sein Mädel mit und dann kommt die Silke, die ein bisschen älter ist. Würdest du dich wohlfühlen oder ein bisschen komisch vorkommen? Nö, also ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich ein sehr selbstbewusster Mensch. Ja. Interpretiere meine kritischen Fragen bitte nicht in die Richtung, dass ich da auch kritisch bin. Nee, wirklich nicht. Ich weiß ja, wie offen und ehrlich und so. Also wenn ihr beide euer Herz gefunden habt, ne, finde ich das drisseal, wie wir das hier in Köln sagen, dass da 20 Jahre dazwischen sind. Nur weiß ich natürlich, wie die Menschen so reagieren. Und es gibt ja auch vielleicht Problempunkte, über die muss man ja auch offen reden. Na klar. Ja. Jetzt ist natürlich der Punkt, wenn das so weit kommt mit den Schwiegereltern. Schwiegereltern, Oma. Das ist ja für dich. Das wären ja dann meine Schwiegerkinder. Ja, das ist ja, da hätte ich an deiner Stelle ein bisschen Bammel vor dem Antrittsbesuch. Oder? Nee? Ich meine, ich kenne die beiden. Ach, du kennst die sogar? Ja, also ich bin denen schon begegnet. Und klar, er ist ja der Sohn von, wie du gerade erklärt hast, ja. Genau, ja. Und da ist ja noch das Problem, dass sein Dad natürlich mich nicht so unbedingt mag und ich glaube, wenn David mit mir aufläuft, das gibt dann, glaube ich, nochmal irgendwie so einen kleinen Extra-Kick. Mhm. Wohnt ihr denn in einer kleineren Stadt oder in einer Großstadt? In einer kleinen Stadt, 22.000 Einwohner. Ach du lieber Gott, dann ist es aber rum. Ja, nee, im Moment... Vielleicht morgen schon. Nach unserem Gespräch. Warum? Wer soll denn jetzt hier zuhören? Das sagst du. Wer hört denn schon deine Sendung? Ja, da haben wir schon andere Sachen mitbekommen hinterher. Aber macht ihr das denn so, geht ihr schon Hand in Hand durch die Straße? Nee, wir treffen uns also momentan ausschließlich hier bei mir. Ja, und wann soll das aufgebrochen werden? Gute Frage, nächste Frage. Ja, irgendwann. Also ich habe gesagt, mir ist das egal, ich stehe dazu. Mhm. Weiß ich nicht. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt man völlig ungeniert. Ja. Kannst du vielleicht auch eher wegstecken als der David? Er ist ja in einer anderen Position. Er ist jung, er wohnt halt zu Hause und er hat vielleicht auch nicht so einen Erfahrungshintergrund, dass er da schon so ein dickes Fell hat, wie du vielleicht, die da cooler mit umgehen kann. Ne? Vielleicht. Ja, also die Skeptik ist ins Gesicht geschrieben. Ah ja. So, ihr beiden Süßen. Dann wünsche ich euch für eure Liebe alles Gute. Also meinen Segen habt ihr. Wenn ihr euch lieb habt, dann ist das Argument schlechthin, alles andere zählt nicht. No, das denke ich eigentlich und auch. Und alles Gute bei den Schwiegereltern. Jo. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Annett Bastian. Morgen heißt unser Thema, was Männer wollen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Um 1 Uhr sind wir morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live.